So, liebe Zuschauer, wir begrüßen ganz herzlich unser Fellbacher Team. Reinhard, wie viele Besucher sind jährlich hier in dieser Ausstellung in Fellbach? Circa 80.000 Besucher besuchen die Ausstellung im Jahr und holen sich Eindrücke von verschiedensten Baumöglichkeiten, natürlich auch von unseren schönen Bienenzenkerhäusern. Was waren für dich die elementaren Dinge, die zu dem Haus geführt haben, so wie wir es hier vorfinden? Die elementaren Punkte von diesem Haus waren einfach, heute neue Möglichkeiten des Wohnens aufzuzeigen. Das heißt, ein klassisches Ambiente, das wo man so im normalen Haus nicht findet, weil Häuser bauen kann jeder, aber Bienenzenker baut andere Häuser, Häuser, die von außen her ansprechen, wo die Leute mitnehmen und begeistern. Und das Raumkonzept an sich ist schon wirklich sensationell, wo uns hier gelungen ist. Was würdest du da besonders hervorheben bei dem Raumkonzept? Für mich so als Familienmensch auf jeden Fall das tolle Wohnsitzfenster, wo man sich auch mal mit der ganzen Familie drin kuscheln kann. Das ist eine super Geschichte, das hat man sonst nicht. Das ist einfach mal ein Ambiente, das wo einfach zu einer Familie gehört, zum Wohnen, zum Leben und natürlich auch zum Freizeitgenießen. Was habt ihr hier noch realisiert in dem Haus? Ja, wir haben wirklich Kinderbereiche geschaffen, wo wir auch geschaut haben, dass die Kinder in ziemlich gleichen Räumlichkeiten wohnen, wo man auch nochmal ein zusätzliches Kinderbad integriert, also wo die Kinder ihren eigenen Bereich haben, ohne jetzt das Elternbad aufzusuchen, einfach einen Bereich, wo sie komplett auch autark macht für Teenies und für junge Erwachsene. Also wir haben geguckt, dass das Leben in diesem Haus abgebildet wird. Und Kochen und Essen ist ja ein Bereich, der zusammengehört. Und Wohnen ist ein Stück weit etwas anderes. Und so ist hier auch die Architektur aufgebaut. Das heißt, wir haben Kochen und Essen als eine Einheit, das Wohnzimmer etwas separiert, aber trotzdem noch mit Blickachsen, dass eine schöne Großzügigkeit hier ist, aber die Räume und diese Lebensbereiche ein Stück weit separiert sind und damit ein normales Leben abgebildet wird. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt ein Musterhaus mit einer linearen Treppe haben, weil das ein Kundenwunsch ganz häufig ist bei meinen Kunden und wir das bisher nicht zeigen konnten. Und wir haben so viele tolle Gimmicks hier in diesem Haus, die man endlich mal den Kunden zeigen kann. Das ist zeitgemäßer, noch zeitgemäßer als das Haus, das wir schon haben, das ja auch schon super ist. Aber hier haben wir noch mal viel mehr zu zeigen. Elternbereich, Kinderbereich, Sitzfenster, ein Lichtraum nach oben, was auch häufig nachgefragt wird. Ja, kann man das denn machen? Wie sieht es denn aus? Und hier werden wir endlich mal die Möglichkeiten von Bienenzenker zeigen können. Für mich ist es grundsätzlich die Kombination aus diesen ganzen Punkten, dass man einfach reinkommt, eingeladen wird, ein großzügiges Raumgefühl hat, eine gerade Treppe, einen Elternbereich, einen separaten Elternbereich im Obergeschoss, der Küchenbereich mit dem Essbereich und das Wohnzimmer etwas separiert. Das sind eben die Kundenwünsche, die hier alle zusammenkommen. Schaffen, schaffen, Häusle bauen gehört ja bei uns im Schwäbischen dazu und jeder, der wo irgendwo mit einer Familie hier die Ausstellung besucht, träumt vom eigenen Haus und kann bei uns hier die optimalen Wohnmöglichkeiten testen, selber hautnah erfahren und natürlich Eindrücke sammeln, die er so schnell nicht vergisst. Ich habe ein super gutes Gefühl, weil ich sehe lachende Gesichter. Wer freut sich denn schon auf die Eröffnung des Hauses? Yeah. Gut, alles andere hätte mich auch gewundert. Ihnen, liebe Zuschauer, verspreche ich, wir werden dann noch mal hier sein. Wir werden eröffnen, wann ist geplant ungefähr? Circa 8 Wochen, 10 Wochen. Ja, in 8 bis 10 Wochen. Alle, die geografisch nahegelegen sind, alle, die sagen, Mensch, so ein tolles Haus, schaue ich mir auch an, wenn ich ein bisschen weiter fahren muss, sind hier herzlich in Fellbach willkommen. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's zurück ins Studio.